Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. Wir befinden uns immer noch in den trostlosen Sanden und suchen immer noch das Blut von Sultan Kul. Also wir wissen, wo wir es finden, wir suchen nur den Eingang dazu. Wir haben in der letzten Folge den ersten Teil gefunden und auch eine andere Höhle noch abgeschlossen. Ja, ich weiß, das Let's Play zieht sich halt wieder etwas in die Länge dadurch, aber ist doch auch nicht so schlimm, oder? Aber gut, das Einzige, was nervt, ist halt, dass du dich halt durch dieses Let's Play ein paar andere Dinge nicht Let's Playen kann, wie zum Beispiel StarCraft oder so. Das werde ich auf jeden Fall auch noch Let's Playen. Ich weiß nicht, ob ich Arno noch Let's Playen werde, weil ich mag Arno auch persönlich sehr. Das ist für mich ein sehr geiles Spiel und ich wette, das ist... Und deswegen würde ich vermutlich auch ein bisschen spielen, Let's Playen. Anno 1404 oder 1800, mal schauen. Ich finde Anno 1404 ist immer noch eins der besten Annos. Da kommt auch 1800 nicht ran. Auch wenn 1800 top aussieht, aber es ist halt so übelst kompliziert. Man braucht irgendwie am Ende irgendwie 20 Inseln nur, damit man irgendwie das erreicht, was man auch... Ja, irgendwie... überhaupt irgendwas erreicht. So, aber... Davon erstmal genug. Spiele werde ich auf jeden Fall noch andere Let's Playen. Besonders wenn Diablo durch ist, werde ich auf jeden Fall ein anderes Spielreihe oder Spiel Let's Playen. Welches ist noch nicht festgelegt? Vermutlich StarCraft 2 oder halt noch ein anderes. Kommt drauf an, welche Spiele rauskommen, auf welche ich gerade Lust habe. Ich überlege auch, mir ein altes Spiel nochmal zuzulegen und das dann wirklich davon auch die Kampagne zu spielen. Und ja, ihr werdet viele ältere Spiele sehen, weil ich finde, die neueren, die rauskommen, sind nicht ganz so geil. Aber keine Sorge, CSGO, LOL und vermutlich ein paar andere Shooter oder ein paar andere Spiele werdet ihr schon noch sehen. Auf diesem Kanal. Aber jetzt hören wir uns erstmal die Befehle an und dann können wir weiterreden. Befehle des Betrügers, Teil 3. Elendes Pack. Ich habe keine Zeit für eure Ausflüchte. Mehr. Verleihung steht kurz vor einem Aufstand. Und der Feind ist kurz davor, die Archive von Sultan Kul zu erreichen. Schlachtet ihn ab! Bringt mir den Kopf des wahnsinnigen Zauberers und den schwarzen Seelenstein. Oder ich werde euch alle in unvorstellbare Qualen stürzen. By the way, das war Belian. Und ich vermisse gerade, wo die anderen zwei sind. Aber die finden wir vermutlich auch. Höhle des Verräters. Ah, wunderbar. In dieser Höhle ist ein wenig Blut von mir. Ich kann es spüren. Jo, das ist der Doll. Die Stille wiegt schwer an diesem Ort. Ja, das soll ja auch still bleiben. Und Kuls Tagebuch Teil 2. Ich glaube, dass ich mit diesem Seelenstein endlich die wahre Macht der Menschheit entschlüsseln kann. In grauer Vorzeit verfügte die Menschheit über Mächte, die in diesen trostlosen Zeiten unerreicht sind. Mit dem Seelenstein werde ich mir selbst die Stärke meiner Vorfahren verleihen können. Sand. Ja. Oh, das ist doch geil. Ich finde, manche Waffen sind einfach nice. Warum sind alle Zauberstäbe, die ich finde, nur ein Hand? Wie soll ich denn 200 Stab kriegen? Ja, 200 Stäbe sind gefühlt extrem selten, finde ich, wenn man kein Zauberer spielt. Wenn du Zauberer spielst mit einem Stäben, dann findest du 80 Millionen davon. Aber das ist doch immer so. Findet man das, was man nicht gebrauchen kann. Jedenfalls geht das mir so. Unmöglich. Du bist also immun gegen. Sehen wir 900 und wenn ich das austausche, hätten wir nur noch 920. 922, ja, oder lasse ich das so? Doch schon, lohnt sich schon so ein bisschen. Ja, natürlich, wenn man Legendary Item hat, ist das am Ende, oder ein Set-Gegenstand ist am Ende eh stärker. Aber dazu kommen wir auch später. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, noch so ein Set mit denen hier farmen und dann zeigen, wie sie da... Ich werde, glaube ich, dann eine Season machen und nochmal zeigen, wie das Endgame dieses Spiels aussieht. Aber das bis dahin ist noch ein langer Weg. Noch drei weitere Akten und wir sind mit denen noch nicht gar nicht fertig. Und gut, das ist... Teil 2 ist, glaube ich, einer der kürzesten Akte. Oder ne, ich glaube, alle sind irgendwie gleich lang, aber ich habe das Gefühl, 3 kam mir immer am längsten vor. Wenn man sehr viel rennen muss. Boah, das ist eigentlich immer so. Die Akte sind alle riesig, die ganzen Level. Ja. So. Ja. Zum Spiel nicht Let's Playen werde, um den Punkt wieder aufzugreifen.
Ist natürlich immer so eine Frage. Es gibt, auf jeden Fall will ich CSGO ab und zu bringen. LOL ein bisschen. Also ein bisschen ab und zu mal bringen. Aber das ist halt nur nebenbei, so additional Gameplay. Was ich als Story-Let's Play noch bringen will, da habe ich StarCraft auf jeden Fall noch. Das andere Spiel, was ich im Kopf habe, was ich aber noch nicht verraten will. Dann mal schauen, welche Spiele ich denn noch so habe. Ich weiß, ich habe eine Menge, also ich habe wenig im Vergleich zu anderen, aber für mich ist das schon viel. Arno würde ich auf jeden Fall gerne nochmal Let's Playen oder so. Da hat man schon Spiele, die etwas länger dauern. Aber, ey, Zweihandstab, wuhu, Party. Ist vermutlich schwächer als der hier. Nein, ist sogar stärker. Alter, macht der so viel mehr Schaden, ey. Das ist so ein grauer Star, oder? Warte mal, jetzt ist der blau da. Man findet davon relativ wenig. Ich glaube, den habe ich im Akt 1. Nee, also kaum als ich gefunden habe. Ich habe immer genug Wut, ey. Und wenn nicht, dann werde ich halt wütend. Das ist keine Ausrede. Ist das eigentlich immer noch alles Ebene 1? Ja, ne? Oh, scheiße. Ich glaube, es gibt hier auch nur eine Ebene. Habe ich gerade einen Schatzgoblin gehört? Ja! Hallo, mein Kleiner! Das geht noch nicht. Das ist gar kein. Ah, das ist nur ein Juwel. Ah, schade. Er ist nützlich, aber auch nicht ganz so nützlich. Er ist nur dann nützlich, wenn er Bücher droppt. Aber die brauche ich. Kann er bei mir gar nicht droppen, weil ich die alle habe. Mehr Wut! Ist das nicht traurig? Die Edelsteinbücher, die man braucht zum Grafen, die findet man übrigens durch Kopfgeldmission. Und ihr müsst aufpassen, ihr müsst ja immer oben beim. Das ist mir mal früher passiert, dass ich das nicht wusste, dass man auf alle schallen musste. Und deswegen war mir, wusste ich halt nicht, dass ich die Rezepte schon habe und hatte durchgehend gesucht und versucht zu farmen, aber da hatte ich die schon alle. Das wäre echt nervtötend. Aber by the way, ich kann ja mal gucken, ob der mehr Schaden macht. Herrlich. Ein Geschenk? Perfekt. Nö, da ist das auf jeden Fall stärker. Die Schatten werden länger. Ich denke, wir kommen näher. Hier gibt's keine Schatten, aber ja, wenn du meinst. Also ich meine, es gibt hier Schatten, aber keine Sonnenschatten, die länger werden können. Meine Hiebe vernichten euch. Die vernichten nicht nur die. Die vernichten alles und jeden. Die sind halt einfach krass, ey. Ab dem Moment, wo man 10.000 Schaden hat, ist ganz gut. Das Spiel beginnt das Spiel, wenn du auf Profi gestellt hast. Mal schauen. Ich meine, die nächste Schwierigkeitsstufe würde ich schon nicht schaffen, oder würde ich auch schaffen, aber dann wird es halt ewig dauern. Deswegen stelle ich die nicht rein. Weil ich finde, Schwierigkeitsstufen bringen zwar was, aber mir bringen die gar keine Vorteile. Ich habe es nur gemacht, damit man halt ein bisschen. Das hat, ich finde halt schwer, ist halt gar nicht, wenn du das Spiel kennst. Deswegen habe ich es halt auf Profi gestellt. Wenn ich es aber jetzt noch höher stellen würde, würde ich das Spiel schon gar nicht mehr spielen können, weil dann bräuchte ich für einen so einen Gegner viel zu lange. So, aber ich bin Level Up gekommen und habe gleichzeitig was noch einen Handschuh, der meinen Schaden erhöht. So, was haben wir denn freigeschaltet als Level Up? Zerfleisch habe ich verstümmelt. Betroffene Gegner werden unterkühlt und erleiden um 10% erhöhten Schaden aus allen Quellen. Ja, ganz nett, aber auch irrelevant. Ruf der Uhren, Segen der Uhren. Jeder verbrauchte Wutpunkt heilt euch und eure Uhren um 64 Leben. Nicht gerade das Neueste. Und wir haben eine neue passive Fähigkeit. Raufbold. Solange sich drei Gegner im Kreis von 12 Meter befinden, wird sämtlich von euch erlittener Schaden um 20%, verursachter Schaden um 20% erhöht. Das ist auf jeden Fall nice. Nicht genug Wut. Finde ich. Ist ein guter Spell. Gibt es sonst noch was? Das habe ich schon. Ein Schrei wieder. Ja. Drohruf. Demoralisieren. Betroffene Gegner werden zusätzlich verspottet, woraufhin sie euch 4 Sekunden lang angreifen. Das ist nützlich, wenn du der Tank sein willst und sozusagen die Aggro auf dich ziehen willst. Tut mir gerade leid. Ich bin immer noch leicht krank. Sollte man hoffentlich nicht merken. Außer, dass ich ein bisschen anders drauf bin vielleicht. Aber ich hoffe, ihr nennt es mir nicht übel. Man wird auch manchmal krank. Es ist für mich schon etwas länger, als man krank war.
Geht's auch nicht drauf an, krank zu werden. Ich mag's noch nicht, krank zu sein. Vulkatos, führt meine Hand. Ey, darf ich wieder 300.000 Spind für? Das kann ich nicht. Schade, leider, ich fühl's nicht vollgekriegt. Ja, nervt nicht. Auf keinen Fall. Dieser Slow ist so stark, ne? Diese Höhle ist so fett. Ich habe das Gefühl, dass die Folge gleich wieder vorbei ist, wenn ich hier beendet bin. Egal. Nachdem die Folge ist, gehe ich kurz dahin, wo ich hingehen muss. Und dann beende ich da die Folge und nehme dann gleich den Anschluss auf, denn ich muss ein bisschen vorproduzieren für diese Woche. Ach ja, Set Story. Unmöglich. Hier noch übrigens, auf keinen Fall. Endlich mal keine Spinnen. Ah, wunderbar, da oben ist das Rätsel zur Lösung. Wir haben es endlich gefunden. Das, worauf wir, das, was wir die ganze Zeit suchen. Ey, nicht an der Kiste festbacken. Das macht man, gehört sich so nicht. Ey. Das immer mit dem Kopf gegen die Wand. Merkt. War es das oder kommt da noch ein größerer Gegner? Egal, cooles Tagebuch Teil 3. Der schwarze Seelenstein wird mein größtes Werk sein. Mein Vermächtnis und mein Geschenk an die Menschheit. Meine Archive befinden sich am nördlichen Ende der trostlosen Sande. Da werden wir meinen Körper und den schwarzen Seelenstein finden. Ja, danke, jetzt können wir das wieder anwenden. Der schwarze Seelenstein wird mein größtes Werk sein. Mein Vermächtnis und mein Geschenk an die Menschheit. Es wird Kriege geben zwischen den Menschen und den Kreaturen von Himmel und Hölle. Die Macht meines Steins ist genau das, was nötig ist, um die Menschheit für immer von Dämonen und Engeln zu befreien. Ja, ne. Über diesem Ort hängen Angst und Wut wie ein unheilvoller Schleier. Hier ist der Eingang zu meinen Archiven. Lasst mich das Portal aktivieren. Ja, hier hätten wir noch Tagebuch des Jägers. Oder auch nicht, weil wir alle gefunden haben. Schade. Wir gehen denn hier jetzt rein. Und drin beenden wir dann die Folge. Nachdem wir uns das Gespräch haben. Ich musste all dies für meine Forschung und meine Experimente erbauen. Der schwarze Seelenstein war eine komplizierte Schöpfung. Ich musste viel dafür opfern, ihn herzustellen. Die Frage ist, wen musstest du alles opfern? Das ist ja die richtige Frage und wie viele davon. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Oder habt. Und ich hoffe, ihr lasst eine Bewertung da und auch konstruktive Kritik in den Kommentaren. Und falls euch Ja, das war's ehrlich. Mehr will ich ehrlich gar nicht. Nein. Teilt, linken, abonnieren, favorisieren. Nein. Ist egal. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ist mir eigentlich vollkommen egal, was ihr damit macht. Ich finde bloß wichtig, falls euch einfach eine Bewertung da zu lassen. Und falls ihr Bock habt, eine konstruktive Kritik, damit unterstützt ihr mich und damit unterstützt ihr auch euch im Endeffekt, falls ihr mich mögt, mein Content mögt, weil ich werde ein bisschen Retro-Let's Playen, ich werde nicht unbedingt auf die neuesten Sachen immer eingehen, sondern ein paar ältere Sachen noch Let's Playen. Und deswegen, ja, falls ihr darauf Lust habt, ja, würde es mir helfen, wenn ihr auch ein bisschen konstruktive Kritik schreibt. Ja, das ist nicht überraschend. Und deswegen. Das würde mir helfen, mich auch zu verbessern. Und bis dahin, schaut doch beim nächsten Mal rein, wenn es wieder heißt Diablo 3. Wir schnetzeln uns durch alle Dämonen. Und bis dahin, ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal.